Wir haben hier den Bundestrainer im Bereich der Musikform, Marco Pultke. Der Teil Musikform ist für das deutsche Team heute am Dienstag beendet worden. Marco, wie schnitt denn das deutsche Formteam auf dieser Europameisterschaft ab? Wir haben mit dem bisher zahlenmäßig größten, aber auch stärksten Formteam sehr gut abgeschnitten. Gestern haben wir 3 Medaillen geholt, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille und eine Goldmedaille in den Kreativformen. Das hatte ich letztes Jahr auch schon gesagt, als es hieß, jetzt kommen die Kreativformen, dass es eine Chance ist für Deutschland, ganz vorne gleich mit reinzustarten, und das hat geklappt. Und das freut mich sehr. Und heute waren es dann die Musikformen gewesen. Da hat es leider nicht ganz so gut geklappt. Die Sportler konnten aber, und da bin ich besonders stolz drauf, alle ihre Leistung abrufen. Nur leider hat es dann für die Podiumsplätze nicht gereicht. Es wurden teilweise auch Punkte abgezogen, wo wir nicht so ganz mit einverstanden sind. Aber in Zukunft können wir da auch ein bisschen was tun. Vielleicht auch einen deutschen Kampfrichter mit dahinsetzen, dass es nicht 2 russische Kampfrichter sind, dass es einfach ausgeglichener ist. Das klingt nach einer sehr vielversprechenden Zukunft für den deutschen Formbereich. Wie stellst du dir denn die Zukunft im deutschen Formbereich vor, Marco? Stelle ich mir sehr gut vor. Also, wo wir ganz, ganz stark sind, jetzt schon, ist der Bereich der Kreativform. Wo wir noch ein bisschen Aufholbedarf haben, sind die Musikformen, aber da sind wir nah dran. Also bei den Kreativformen haben teilweise von Platz 3 auf 1 0,1 Punkte gefehlt. Also wir sind da wirklich da jetzt in der Spitze in Europa angekommen. Und ich hoffe, nächstes Jahr können wir da die Spitze auch in der Welt erreichen. Und bei Musikform, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Aber da sind wir auch auf dem besten Weg. Und die Leute werden an sich arbeiten. Wir werden da miteinander arbeiten. Und dann sehe ich da wirklich eine sehr vielversprechende Zukunft. Hast du vor, das deutsche Team noch etwas zu vergrößern? Oder bist du mit der jetzigen Teilnehmerzahl ziemlich zufrieden? Ich möchte natürlich auch weiterhin wachsen. Das sind auch ein paar, es wird ein Comeback geben in den Kader, dazu will ich auch nicht zu viel sagen. Da werden wir wachsen, werden dann schauen, wer sich jetzt noch in den nächsten Monaten zeigt und etabliert, und dann wird der Kader sicherlich wachsen. Vielen Dank, Marco, und herzlichen Glückwunsch an alle platzierten Formläufer. Vielen Dank.